Palimpalim Rockstars und Freunde des guten Geschmacks. Heute bin ich nicht allein, denn kleiner Bahana ist hier. Ihr wolltet es alle, eine zweite Folge vom Weihnachtsspecial Fake vs. Original. Und ihr bekommt sie heute. Yes! Auf Hannas Kanal haben wir natürlich auch ein Video gedreht. Das verlinke ich euch unten in der Infobox und am Ende. Also nach dem Video unbedingt vorbeischauen. Guck mal. Ich habe was mitgebracht. Ho, ho, ho. Okay. Ho, ho, ho. Ganz viele Weihnachtssüßigkeiten. Santa Silvi. Ja. Ihr habt das letzte Mal ganz viele Kommentare geschrieben, was für Weihnachtssüßigkeiten ihr am liebsten esst. Das könnt ihr dieses Mal wieder gerne machen. Das letzte Mal haben ganz viele Zimtsterne geschrieben, dass die vergessen wurden. Die haben wir und du hast, hast du gedacht, einmal? Musst du ein bisschen Raum lassen für einen möglichen zweiten Teil, falls deine Zuschauer einen zweiten Teil sehen ja, wollen. Ja, es gibt so viele Weihnachtssüßigkeiten. Es gibt ja kein richtiges Original bei Weihnachtssüßigkeiten, aber wir machen es einfach so, dass teuer, die teuren Original sind sozusagen im Originalbereich und die billigen sozusagen das Fake-Produkt. Und hier ist es so, die sind von Aldi, Wintertraum, Zimtsterne. Und die sind, glaube ich, von Rewe, das sind Bio-Zimtsterne. Und die unterscheiden sich preislich auch sehr. Bei Silvi zählen nur die inneren Werte. Ja. Ja. Das ist doch mal ein Argument, um einen Daumen nach oben da zu lassen. Oder ein Abo. Lasst ein Abo da für Silvi Rockstar. Und die inneren Werte. Von jedem Discounter ist was dabei. Du musst die Augen jetzt schließen. Ja. Und ich werde dir jetzt ein Produkt geben. Ihr seht unten natürlich wie immer eingeblendet, was es ist. Ich hab's noch nicht. Wo ist? Okay. Aha, und es bröselt. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Und? Schmeckt nach Zimtstern. Gut? Schmeckt's dir? Ja, könnte noch ein bisschen nussiger sein, finde ich. Ja? Mhm. Okay, ich gebe dir mal das zweite. Mhm. Mhm. Bisschen. Ich habe gerade so versucht, so. Also, es ist mehr. Hanna ist dafür manchen. Gehörlos. Die Top-Dummsprache. Sehr viel nussiger und würziger. Also, hat mehr Weihnachtsgewürz. Und es hat so eine Sämigkeit irgendwie. Wie nennt man das? Also mehr so. Spar dir deine Endbewertung bis zum Ende auf, so. Was du am besten findest. Achso. Bin ich sorry. Dran. Achso. Boah, das ist ganz schön hart. Sehr hart. Gib mir mal das zweite. Ja. Die schmecken doch schon ganz anders. Auf alle Fälle die zweiten. Das ist total glasklar. Ich mach die Augen wieder auf. Glasklar, die zweiten waren viel besser. Ich finde auch die zweiten besser. Fake. Also echt? Das günstigere. Wirklich? Aldi. Ja. Tatsache. Ja. Bei mir? Auch? Ja. Das sind ja auch die, das sind tatsächlich auch. Ich kenne die Zimtsterne und ich liebe das, meine Lieblings-Zimtsterne. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war voll der festen Überzeugung, ja, ja, als erstes jubelt sie mir da die billigen unter. Ganz viele Menschen haben auch das letzte Mal in die Kommentare geschrieben, wo zur Hölle sind die Dominosteine? Einmal haben wir die auch wieder von Schulte Bio, also genau die gleiche Marke wie jetzt gerade bei den Zimtsternen. Und was ist das für eine Marke? Und ohne Marke? KinKatz. KinKatz. Also Dominosteine müssen mit Marzipan gefüllt ja, werden. Ja, normalerweise schon. Für Dominosteine bin ich nie so. So kein Fan von Dominosteinen? Bin ich nie so auf den Trip gekommen. Ich mag Dominosteine. Und in Österreich isst man das, glaube ich, auch nicht so. Ja? Ja? Aber es gibt überall in verschiedenen Regionen auch verschiedene Weihnachtssüßigkeiten. Ja, das stimmt. Ja. Haben wir heute auch noch welche dabei, die ich vorher nicht kannte? Einmal Hand auf. Handy Batschi, brav. So. Ist da Alkohol drin? Möglich. Schmeckt auf alle Fälle sehr fruchtig, aber irgendwie auch alkohollastig. Okay. Und vielleicht ist Alkohol ist drin. Ist vielleicht auch. Ist in Alkohol drin? Weiß nicht. I don't know. Ich bin nicht die Dominostein-Expertin. Ja, da ist Alkohol drin. Die schmecken beide total anders. Krass. Krass. Krass, ich kann gar nicht sagen, was besser schmeckt. Kannst du raten, welches teurer und welches billiger ist? Nee. Vielleicht war das erste teurer, weil das ein bisschen das Innere ist mehr zerschmolzen, dieses Gelee-artige da drin war. Ist mehr auf der Zunge zerlaufen. Das jetzt mal so, war auch geschmacklich voll gut, aber weiß nicht, das hat man mehr Beißkraft gebraucht für. So, ich mach die Augen wieder auf. Oh, vor allem, wenn du die Augen zuhörst, damit du es nochmal verinnerlichen kannst, damit du es nochmal spürst. Ey, wirklich? Wenn du Sachen ich hab ohne Augen also ja. Wenn du mit Augen geschlossen isst oder trinkst, hast du ein viel krasseres Geschmackserlebnis. Das stimmt. Das schmeckt wie, kennst du diese Kekse, die so eine Orangenmarmelade haben und
Du überzeugst ja, Schokolade doch, ja. Softie oder so. So ähnlich schmeckt das, ne? Mhm. Ja, haben drunter so einen Keks. Also ja, 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 ich weiß, was du meinst, diese Softcakes mit genau. der Füllung. Schmeckt das. Auch geil. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ich schmecke überhaupt keinen Alkohol. Ich weiß auch nicht. Die hat man nur Geräusche. Willst du nicht auch so eine Pause synchronisieren? Ich weiß genau, welches das teure und welches das billige ist. Warum? Weil, darf ich das sagen, auf der einen Verpackung steht mit Marzipan drauf. Und das zweite hat so nach Marzipan geschmeckt. Ja, aber das sind beide mit Marzipan. Ja, das ist egal, aber wenn extra drauf steht Marzipan, dann ist da doppelt so viel Marzipan drin. Okay, was war bei mir denn das Fake und was war bei mir das... Ach nee, wir müssen erst sagen, genau. Ich denke, also ich fand... das erste war wie diese Softies-Cakes, das war eigentlich ganz geil. Und das zweite war eigentlich wie so eine Marzipan-Praline, finde ich. Und nichts anderes. Also es schmeckt beides, aber es ist halt unterschiedlich. Voll ich glaube, unterschiedlich, ja. ne? Also ich glaube, das zweite war teuer und das erste war billig, das du mir gegeben hast. Stimmt. 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 Und bei dir? Was hat besser geschmeckt? Oder besser geschmeckt? Kann ich nicht sagen, weil beides so unterschiedlich geschmeckt hat. Ja, bei mir war das auch so, dass beide irgendwie so unterschiedlich geschmeckt haben. Aber ich fand, das erste hat einen Tacken besser geschmeckt. Hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Das erste war das teure. Ha! Ich finde Dominosteine schon relativ geil. Ja, ist schon lecker. Ich habe ja gerade von der Süßigkeit geredet, die ich nicht kannte für Weihnachten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kanntet. Schokoprinten. Ich kannte das nicht. Also ist Lebkuchen, oder? Ich weiß es nicht. Ist das Lebkuchen? Aber Aachener, nicht Nürnberger. Vielleicht ist das ja einfach Aachener Lebkuchen. Es gibt ja den Nürnberger Lebkuchen, den habe ich das letzte Mal im letzten Video getestet. Jetzt ist es Aachener Lebkuchen. Ja. Boah, haben wir echt viel Lebkuchen. Gut. Also das ist das teure und das ist das günstige. Genau, also Lamberts ist eigentlich eine gute Marke, sag ich mal, aber oder eine namenhafte Marke. Ja, aber es ist günstiger als das hier. Und das hier ist halt Fairtrade. Bei Lidl erhältlich, aber wahrscheinlich deswegen auch zu teuer, weil es Fairtrade ist. Ich mach auf, ne? Ja. Oder so. Mhm. Irgendwie knackig. Hat so knackige Elemente drin. Und knusprig. Vielleicht salzig sogar. Mhm. Okay. Okay. Mhm. Salzig? Ja, ist ein bisschen Salz. Also man schmeckt ein bisschen Salz. So für den. Sehr süß, aber mit Salz. Oh, identisch. Ich weiß nicht, dass das hier gleich ist. Nee, es ist wirklich. Ich sehe wie Hundewitze, die schmecken gleich. Hundertprozentig gleich? Hundertprozentig gleich. Also vielleicht ist das letzte noch ein bisschen schokoladig, aber vielleicht auch nur, weil ich es zuletzt im Mund hatte. Also von der Knusprigkeit her, hast du das auch, wenn ich so, dass es so ein bisschen knackt? Ist leicht knusprig. Weißt du? Crunchy. I wanna try. Mm-hmm. Ich finde den Geschmack nicht so intensiv, aber die Umrandung, also die Schokolade außenrum. Mhm. Ja, hier ist der Geschmack besser. Also das zweite? Mhm. Mhm, ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so meine Weihnachtssüßigkeit. Nee, ich finde es auch jetzt nicht so doll. Wird mir die Kalorien jetzt nicht unbedingt reinhauen ohne Ende. Bin wieder da. Was denkst du? Das zweite hat dir besser gefallen? Mhm. Das zweite. Geschmacklich, ja. Okay. Ja, mir. Auch, weil schokoladiger, aber ich finde, die schmecken doch fast gleich. Was war es bei mir? Das teurere. Weil dir hat das zweite besser gefallen? Ein bisschen schokoladiger, aber eigentlich fast gleich. Ja, das war auch das teure. Aha. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar geht es um Lebkuchenherzen. Einmal von Balsen, was natürlich dann die Originalmarke ist. Balsen ist ja das Vorzeigemodell. Fruchtig gefüllt. Jetzt musst du auch. Ja, jetzt mache ich das auch. Weißt du, was ich so lustig finde? Ich habe mal ein Fake vs. Original von dir gesehen, wo du irgendwie so gefühlt in 5 Charaktere schlüpfst und dann hast du gesagt, ja, ich habe mehrere Persönlichkeiten, so bin ich. Und ich war das so geil, weißt du, wie es wirklich so, das ist einfach so lustig. Weißt du, so von einer Sekunde auf die nächste switchst du und dann wieder, bist du wieder ganz anders und dann, das ist super. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, für jeder muss auch mal einen Platz bekommen. Ja. Alle 10 Personen in meinem Kopf müssen auch mal die Stage bekommen. Ja. Ja. Das Fake-Produkt ist von Favorina. Hier. Ach, jetzt haben wir Fake-Produkt, bist du sicher? Was? Zuerst war Favorina das Original und jetzt ist das Fake. Ja, weil das Problem ist halt, ne, dass hier Balsen. Ja, es gibt halt kein richtiges Original und Fake bei Weihnachtssüßigkeiten. Es ist halt eine Special Edition. Erstes Jahr, okay. Deal with it, okay? Danke. Ja, badass bitches. Let's try. Ich finde das so schön, dass man bei dir so freiheitlich sich die Packungen aufreißen darf. Oh, ich liebe ja gefüllte Lebkuchenherzen. Ich finde, dass sie duften wie Weihnachten. Weihnachten.
Sorry, ich hab's dir ins Auge gestochen. Ich kann mich wehren, Leute. Ho, ho, ho! Ich mach bei dir. Okay, okay. Halt dein Händchen auf. Bitteschön. Da war gar keine Füllung. Ach, war gar keine Füllung? Hier, nimm. 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 Nimm es in den Mund. So. Mhm. Oh. Next. Schmeckt gut? Ist jetzt hier schon bereit? Bitteschön. Okay. Sibi ist zu fein. Es macht voll Spaß, Sibi beim Essen zuzugucken. Ist so. Nicht, wenn ich Döner esse. War das erste besser. Und die Füllung war besser. Ja. Und bin gespannt, was es ist. Ja. Saftig. Mhm. Nee. Schokoladig. Aprikosig. Mhm. Mhm. Mir das zweite besser geschmeckt. Ja, also es war es Fake bei dir? Du fandest es fake besser? Weil ich fand die Aprikosenmarmelade war noch aprikosiger. Ja, findest du? Ich fand nämlich beim anderen, nee, bei mir war es Balsen wahrscheinlich, ne? Bei dir war es Balsen, ja. Das Original war ja? bei dir. Also Original. Ich fand nämlich bei mir war einfach die Füllung. Die Füllung war besser. Ja, aber das fand ich beim anderen nicht. Echt? Ja, lustig. Die Runde war jetzt sehr durchwachsen. Was hast du, ja, Hannah? Hat sie Spaß gemacht? Ja. Wieso durchwachsen? Ja, aber du fandest voll oft was anderes gut als ich. Deswegen schreibt gerne mal eure nächsten Vorschläge in die Kommentare, damit Fake versus Original weiterhin so cool bleibt. Ja. Und jetzt müsst ihr unbedingt auf Hannas Kanal, denn da haben wir auch ein Video gedreht. Ein super cooles Video, ja. Ist das hier? Ja, das verlinke ich hier. Hier, okay. Und lasst Hannah auf alle Fälle ein Abo da. Hier ist mein Kanal verlinkt, falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Dann lasst Silvi ein Abo da. Dürft ihr das natürlich auch gerne machen. Aber kein Fake ist, sondern ein Original ist. Hahaha. Okay. Wow. Und damit wünschen wir euch einen wundervollen 4. Advent. Und sagen, krass, dass es schon so weit ist. Bis zu Hannas Video jetzt gleich. Bis zu meinem Video. Ciao. Frohe Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten.